So, um die Toilette jetzt auszubauen, musste ich diese drei Schrauben lösen. Diese, dann diese beiden und die, die hier hinter sitzt. Natürlich den Wasserschlauch lösen und von der Pumpe die Stromversorgung. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir die Toilette rausbekommen. Jetzt bin ich im Inneren unseres Autos angekommen und werde mal schauen, ob die Toilette frei ist. Jawohl, sie lässt sich lösen. Und jetzt werde ich sie direkt zum Auto schulen. Die Toilette ist jetzt raus und ja, wir werden jetzt hier natürlich noch eine Platte draufsetzen. Hier hinten auch dementsprechend eine hin, dass das Ganze wieder vernünftig aussieht. Das ist unsere Tankheizung. Die bleibt natürlich dementsprechend erhalten, also die Abwassertankheizung. Ja, wir haben uns immer gewundert, warum hier im Bad eigentlich nie so richtig warme Luft rauskommt. Und schaut mal, ja, clever gemacht, ne? Also den Heizungsschlauch hier und den Heizungsschlauch hier hingelegt. Hätte man einfach vielleicht nur eine kleine Schraube hier oben durchschrauben müssen, dann wäre das Ganze auch erledigt. Das werde ich jetzt erstmal machen. Dann werde ich das Silikon hier entfernen und dann sollte das Ganze eigentlich auch soweit passen und dann werden wir mal die Trilino hier reinstellen. Der zusätzliche Boden ist eingebaut. Vom Dekor habe ich es, glaube ich, ganz gut getroffen. Und jetzt muss nur noch die hintere Platte eingebaut werden. So, Zuschnitt der letzten hinteren Platte. Zum Schluss setze ich jetzt noch eine zusätzliche Platte hier ein. Dann habe ich in diesem Bereich einen wunderbaren Stauraum. Und um das Ganze auch richtig dicht zu bekommen, habe ich Heizungsrohrisolierung drum gesetzt unten noch. So, fertig. Und jetzt kann die nächste Reise beginnen. Toilette ist eingebaut und jetzt hat man die Möglichkeit, seine Toilette individuell einzustellen oder von Platz sparend einfach zur Seite zu räumen.